denn jetzt los? Er verbrachte Zeit mit seinem Vater in einem alten hohen Baum. Digga. So, er rennt mir halt mies vor die Dings, ne? Damit einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Assassin's Creed Valhalla auf dem PC, Folge 124. Wir haben Fähigkeiten, Punkte, die wir gleich mal verteilen wollen. Fähigkeitenschaden, was habe ich hier? Nahkampfschaden, toll. Und noch einmal hin. Gerad, verstärkte Pfeile. Ah, stark. Pfeile brechen nicht. Jo, wir machen weiter mit der nächsten Mission. Jetzt bin ich durchaus ein bisschen raus. Ich habe jetzt länger nicht mehr gespielt. Was habe ich denn zu tun? Das Hunwald-Lied. Okay, wir hatten zwei Sachen. Ich spreche mit Elfgar und hier hatten wir direkt Akka. Vom Tod seines Vaters zu erfahren, hatte Hunwald zutiefst erschüttert. Nun ist er fortgegangen, um zu trauern. Ava macht sich auf die Suche nach ihm, um ihn auf das anstehende Skirgemord vorzubereiten. Ach genau. Jetzt streiten sich ja alle um den Platz, der eingenommen werden muss. Letzte Folge war das dann, glaube ich, mit der traurigen Nachricht, die wir dann noch überbringen mussten. Muss jetzt gerade auch gucken, dass ich den Controller, ich bin ja nebenbei auch wieder gerade live, habe ich jetzt gerade im Livestream schon erzählt. Ich habe mir gerade beim Verstellen meines Lichtes den Finger ein bisschen eingequetscht. Der ist jetzt ein bisschen am Bluten und so. Ich habe den hier gerade eingewickelt in so ein... So ein Taschentuch einfach. Man muss jetzt so irgendwie probieren, den Controller zu halten. Ich gebe mein Bestes. Das sind höllische Schmerzen auch gerade. Das war wieder so eine dämliche Aktion, muss ich sagen. Ah, ich gebe mein Bestes. Boah, nee. Acha, wo ist Hunwald? Ich wollte ihn trösten, aber er wies mich zurück. Ich mag den Jungen, ja. Aber ob er für den Titel seines Vaters geeignet wäre? Er ist schwach und zerstreut. Ich sah ihn auf der römischen Straße nach Norden reiten. Wahrscheinlich zu dem großen alten Baum, an dem er oft mit seinem Vater saß. Okay. Du standest Hunwald so nah. Und hast ihn dreist belogen. Ich wollte ihn doch nur schützen. Oh, heiliger Cuthbert, verleih mir Stärke. Eidschwüre und Bier bringen mehr als Gebete und Heilige. Ich muss den Herrn um Vergebung bitten. Gott schützt die Frommen. Wir müssen ihn lobpreisen. Aha. Na jetzt, alles klar. Also, schaffe ich es jetzt friedlich an euch vorbei oder wie sieht es jetzt aus? Na gut, Pferd. So. Hopp. Muss ich das mal so automatisch machen. Dann jetzt los. Er verbrachte Zeit mit seinem Vater in einem alten hohen Baum. Digga. So, er rennt mir halt mies vor die Dings, ne? Naja, pass drauf. Okay. Die suchen nach ihm. Weg da, Wanderer. Ich will keine Infos von dir. Du willst nur wieder viel zu viel Geld. Gebiet. Ja, ich bin dann mal weg. Ciao. Wie
finden will er gleich. Das ist. Was siehst du, alte Freundin? Okay. Das wird der Baum dann sein. Diese Felder, Vater. Oh, diese Felder. Ich weiß noch, wie wir gemeinsam hier waren. Genau an dieser Stelle. Hallo? Eivor? Bist du es? Eivor, was für eine Überraschung. Trinkst du mit mir? Unwald. Komm, setz dich. Bleib doch etwas bei mir und wir genießen den Ausblick. Ja, komm, das muss sein. Lass uns trinken. Auf das Andenken deines Vaters. Trinken wir und singen wir, wo alles blüht so grün. Halt dich nicht an Kummer und Trauer fest. Lass den Schmerz der Liebe zum Glanz deiner Augen werden, der dir zum Sieg verhilft. Ach, das klingt sehr schön. Mein Vater hätte dich gemocht. Er mochte alle, die mit Schwertern und Fersen gleichermaßen umgehen können. Früher bin ich sehr oft mit ihm hierher gekommen. Er wollte mir das Jagen beibringen. Und ich konnte, wenn überhaupt, nur erbärmliche kleine Dinger fangen. Ich war eine echte Niete. Und trotzdem sagte er jedes Mal, dass er stolz auf mich ist. Wirklich jedes Mal. Auf ihn. Auf deinen Vater, Lord Hundbejocht von Linkolnischir. Der Tod mag ihn dahingerafft haben, doch zu seinen Lebzeiten war er stark wie ein Baum. Wie eine weise Eiche. Ja. Skoll. Skoll. Und dann sagte mein Vater, es ist die richtige Ziege. Aber ihr falsches Ende. Ach, meine Schwanhild liebt diesen Witz. Sie hat einen wunderbaren Humor, meine Geliebte. Vater hätte sie gemocht. Ach ja, deine geliebte Dänin. Sie klingt nett. Zu nett, um wahr zu sein. Weißt du was? Wir sollten sie besuchen. Auf nach Brimsby. Brimsby. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Nach dir. Ich liebe es zu trinken und mich von den Sorgen des Alltags zu trennen. Und von deinem Mageninhalt. Ah, das wollte ich jetzt auf jeden Fall wieder wissen. Junge, wieso ist die jetzt auch schon wieder fertig, Alter? Wie viele von diesen Krügen hast du in dich reingesüffelt? An der Pracht meines Schiers. Ihr Sachsen und eure niedliche Pracht. Hast du mal richtige Berge gesehen? Oder Fjorde, die von der Axt eines Riesen gehauen? Oder majestätische Wasserfälle, die im Winter dampfen? Schnee, der funkelt wie eine Decke aus Juwelen. Das ist Pracht. Aber wenn deine Heimat so prachtvoll ist. Warum bist du dann in Engelerland? Auf einer Decke aus Juwelen wächst nicht viel. Ha, wohl wahr. Ich muss zugeben, diese Aussicht ist auch atemberaubend. Ich liebe dieses Land auch. Und sollte ich den Platz meines Vaters einnehmen, dann werde ich meine Pflicht tun und es beschützen. Ich weiß, viele halten mich für närrisch, unerfahren. Aber sie soll mich nach meinen Vorstellungen und nicht nach meinem Ruf beurteilen. Wenn ich mich als schlechter Anführer erweisen sollte,
Dann sollen sie mich verspotten und bestrafen. Natürlich. Aber ich will es versuchen. Lieber Gott, ich will es wenigstens versuchen. Ja, schauen wir mal, ob das funktioniert. Was war das? Ögel, Eivor. Hat Ihnen denn niemand gesagt, dass heute ein Trauertag ist? Psst, Ruhe. Halt, irgendetwas stimmt nicht. Ich finde den Ärger, ehe er uns findet. Auslöschungsgebiet. Blitze aus allen Poren. Lass mich nicht zurück. Psst. Hier allerdings nichts. Was das Ganze vielleicht nicht unbedingt besser macht. Aber ich habe hier einen Mann wegrennen sehen. Unten bleiben. Sie sind nah. Was? Aha. Flieh oder kämpfe, Hunwald! Los! Ah. Typ jetzt. Aha, na dann ab. Ach, der Scharmützler, ja? Hältst du dich jetzt für so schnell? Tja. Das war nichts, ja? Hier bin ich! Sie wollten dich schon zweimal töten, Hunwald. Zweimal ohne Erfolg! Das war Glück. Wenn du nicht besser aufpasst, kommt der Erfolg noch. Jemand in Mercia will deinen Tod und geht über jede Leiche auf dem Weg dahin. Ja! Meine teure Schwanheld ist in Gefahr. Meine Geliebte. Komm, wir müssen uns sputen. Ich mein's ernst, Hunwald. Hast du das verstanden? Klar und deutlich. Mir nach! Hunwald, ist es hier auch wirklich sicher? Der sicherste Ort im Schier. Ja, hier bin ich nun. Wäre womöglich bald Aldermann. Aber ich muss mich noch beweisen. Dir, dem Schier und auch ihr. Nichts kann ich ohne meine Herzallerliebste. Du hast mir klargemacht, wie sehr ich sie vernachlässigt habe in meiner Verblendung. Das will ich erst selbst sehen. Ich allerdings auch. Aber mal wirklich. Ach ja, naja. Grimsby, aha. Welch Wunder, den Ort gibt's tatsächlich. Dem Himmel sei Dank. Bjarte! Suchst du jemanden? Meinen Mann! Er soll doch nicht allein von zu Hause weggehen. Ich habe Angst, dass er irgendwo eingeschlafen ist. Eingeschlafen? Ja! Diesen Fluch trägt er sein ganzes Leben schon. Es kann jederzeit passieren, dass er die Augen verdreht und einfach umfällt. Dafür ist es da draußen zu gefährlich. Was meinst du? Wie weit könnte er gekommen sein? Sein Beutel ist weg. Ich fürchte, er könnte im Süden nahe den Ruinen Obst sammeln gegangen sein. Beate, wo bist du?
Ich werde nach ihm Ausschau halten. Danke. Er schnarcht, falls das hilft. Beate! Beate! Komm heim! Karte. Naja. Nur noch Hauptmission, hatte ich gesagt. Da ist sie! Hunwald! Ich dachte, du wärst tot. Du hättest dich melden können. Ich habe viel zu lang gewartet, mein Täubchen. Es tut mir unendlich leid. Es geht mir gut, Liebster. Ich welkte ohne dich, aber ging nicht ein. Und wer ist das? Ah, ja. Ich präsentiere voller Stolz Eivor vom Rabenclan. Hallo, Eivor. Schön, dich kennenzulernen. Gleichfalls, Svanhild. Ich war mir nach Hunwalds Erzählung nicht sicher. Aber da bist du. Überrascht, dass er eine Dänin liebt? Nein, ich bin eher überrascht, dass du einen Sachsen liebst. Der gute Hunwald gewinnt wohl die Zuneigung von allen. Eivor half mir, meinen Vater zu finden. Nur leider endete die Suche nicht so gut, wie erhofft. Was ist geschehen? Mein Vater ist gestorben. Wohl an einer furchtbaren Krankheit. Und seine Leiche wurde in einen Keller verschleppt. Oh, mein Herz, das tut mir leid. Und jemand aus dem Schier will, dass Hunwald seinem Vater ins Grab folgt. Sollen sie es versuchen. Die schlitz ich auf. Ein Schiergemot wird abgehalten. Hunwald sollte hier bleiben, außer Reichweite, bis es soweit ist. Und wenn ich alles hinter mir ließe, mein Erbe nicht antrete und einfach hier bei dir bliebe? Einfach nur wir zwei? Hunwald, nein. Dieser Schier muss voller Mut und mit Herz geführt werden. Tritt in seine Fußstapfen und werde das Oberhaupt des Schiers. Die Schwächen, die du hast, scheint Svanhild auszugleichen. Hör auf sie. Herr, wenn mir jemand rechtzeitig für das Schiergemot Mut machen kann, dann du, meine Liebe. Ruh du drinnen erstmal deine schmerzenden Knochen aus. Alles Gute, Eivor. Und hab Dank. Gib lieber gut Acht. Es scheinen ihm einige Leute an den Kragen zu wollen. Meine Klinge wird ihn schützen. Das glaube ich dir. Okay. Alles klar. Ja, würde ich doch sagen, machen wir 2-3 Minütchen früher Schluss heute mal wieder. Mit der nächsten Folge geht es dann weiter mit der nächsten Mission, die ich mir diesmal schon mal markiere, damit wir wissen, was zu tun ist. Jetzt sind wir irgendwo da? Okay, naja, hier haben wir die Türme. Naja, dann würde ich die doch gleich... dann würde ich doch gleich mal diese beiden Türme abfahren. Wenn wir schon mal hier oben sind. Ja, dann haben wir schon große Teile der Map. Hier ist natürlich nochmal so ein bisschen was. Und dann natürlich noch sehr großer Teil hier oben. Naja, schauen wir mal. Wir haben ja auch erst 60% des Spiels, ne? So ist das. Jetzt folge ich zur Weiterfreude. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.